und wieder verkackt. Ah ja, der andere hatte auch Team Platin, ne? Ja, na und? Wir haben nicht geäxt, Pech. Ja. Das war das, ist das Dienstagsmatch und da sind wir zurück in Silver League. Das ist so scheiße. Ja, das herzlich willkommen, Mittwochsmatch. Ja, Mittwoch. Meine Grafikkarte ist voll scheiße mit dem Spiel. Runter auf 30 Frames, fast dauerhaft. Ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum. Ja. Auf jeden Fall. Bitte, Rock am Ring. Fix das. Ja. Zurück am Ring kann ich nur empfehlen. Crow und Fettes Brot waren da. Die haben richtig geile. Also, die hatten eine richtig geile Bühnenshow, ne? Okay. Also, das war so richtig cool. Das hat richtig Bock gemacht, gerade Fettes Brot, die haben auf Macklemore Can't Hold Us, haben die einen eigenen Text, also auf den Rhythmus hat die einen eigenen Text gemacht. Oder war es Thrift Shop? Ich weiß nicht mehr. Richtig geil, also ich kann es mir empfehlen. Und ja, ich kann nicht empfehlen, zu viel zu trinken in der Sonne und dann Typen mit einem Rasierer gegenüber den Weg zu laufen. Ja. Leute. Ich hab das ist nämlich, uncool. Ja, ich habe nämlich eine Glatze bekommen. Das ist total scheiße. Wie wir keine Arbeiter aktiv hatten. Wert der Armee, lol, mein Wert der Armee ist der höchste. Ich bin oben, ich bin ganz oben, du bist ganz oben. Ja, ich konnte ja auch nicht exen, die haben ja die ganze Zeit meine Exe denied. Oh, naja, jetzt sind wir aber... da wohl kommen? Jetzt sind wir eigentlich in einer Liga, wo wir eigentlich Gegner wieder wegprügeln müssen. Eigentlich. Könnten. Es gibt manche Silberspieler, die sind echt gut. Ja, manche Silberspieler sind echt gut, das stimmt. Ich bin Zerg. Ich bin Terra. Oh. Ah ja, GL, HF, bla bla. Du sagst es. Komm schon. Ja, was könnten wir, worüber können wir sonst noch so reden? Boah, schwierig. Ja, ach ja, Aufnahmeprogramm wollte ich switchen von Fraps auf Dextory. Wer es nicht kennt. Dem einen oder anderen sagt das was. Wer es nicht kennt, Google schon anschmeißen. Dafür Google hilft euch weiter. Ja, Programm an sich nicht übel irgendwie, aber ja, was soll ich sagen, unausgereift. Also die Videos bei mir werden viel zu schnell zu groß und dann haben die zum Beispiel eine Datenrate, dass das nicht mehr abspielbar ist. Mega geil. Hat doch was. Was hast du eigentlich? Ja. Und dann habe ich probeweise mal was auf YouTube hochgeladen und daraus gefunden, nein, das kann man einfach nicht abspielen. Nein, das geht einfach nicht. Ich werde mich übrigens gleich entscheiden, was ich first mache. Am liebsten wäre mir Nexus first, aber das wird sich gleich zeigen. Nexus als Zerg. Hedge. Hedge first. Also ich gehe auf Fast Tanks. Ganz schnell. Es wäre cooler gewesen, wenn du rübergelaufen wärst, Scouten. So ist jetzt das Problem. Wenn ich jetzt das mache... Die sind beide Zerg. Ja, soll ich's machen oder nicht? Ja, lauf mit denen rüber. Das ist okay. Ich wollte nicht rüberlaufen. Ich wollte nicht scouten. Ich wollte exen. Oh, nee. Ex. Ja, ist gut. Deswegen sage ich ja, ich gehe auf Fast Barrack. Kennt ihr schon Fast Barrack? Wie kennt ihr nicht? Spielt sich super. Spielt sich super, Leute. Ja. Spielt sich cool, ganz normal. Habe ich übrigens eben gegen den Bronze-Spieler auch gespielt, was Yoshi jetzt macht. Das funktioniert super. Selbst wenn du gegen Protoss spielst. Gegen Protoss müsst ihr übrigens immer dran denken. Ghosts, ja. Das Verpeilen haben wir schon ab und zu gerne mal liegen gelassen, sagen wir mal auf gut Deutsch. Ab und zu finde ich lustig. Wir haben das voll oft schon verpeilt. Oh ja. So, wie gesagt, mal reinsneaken, was dann hier so abgeht. Kommen ja, da Zerklinge raus. Ne, Overlord, also die pumpen wohl auch normal. Ich hab trotzdem zugemacht. Einfach nur aus. Ne? Ja. Du sagst es. Du sagst es, du sagst es, du sagst es. Double Queen sagst du, kommt bei mir. Ja, kommt sie auch. Und Roach. Warren und ein paar Workerchen. Aber meistens spricht das dafür, dass die, ja, Brutschampion kommt spät. Ich denke mal, die hauen sofort auch.
Wir haben schon geäxt, also ich flieg hier zweimal quer rüber. Ja. Bei mir kommt halt Roach Warren. Erste Queen ist draußen, zweite Queen ist gleich auch draußen. Ich benutze auch schon die Äxte zum Ressourcen. Ah, ist das geil, wenn man das mal mit der Maus einfach nur quer rüberlegt. So. Ich dann gleich nämlich schön zeigen. So, Fabrik, sei mal schneller fertig. Fabrik. Ah, kurz mal bitte hier rein. Danke und so. Ah, mein Overlord. Ah, ja. Da sie gerade einen fetten Umweg macht. Also meine Echse unten läuft eigentlich richtig gut. Mal schauen, wie das bei denen gleich aussieht. Roaches kommen. Und da ich gerade gleich viele, viele Minerals haben werde, kommt halt... Ja, scheiße, ich habe ihn verloren. Verdammt. Ja, scheiße. Ach man, fickt euch mit eurem Westbienengas. Danke. So, Evo-Kammer. Schmeiß dich an. Aber ich finde das komisch, die haben bis jetzt nicht einmal gescoutet. Ist denen anscheinend egal, was wir haben. Die sind sich halt ziemlich sicher, glaub ich. Ich wäre dafür, wir gehen hinten rein. Also. Halte ich für eine Top-Idee. Ja. Stellst du bei uns hinten auch einen Overlord hin? Ja, dich vor. Ich denke gerade ehrlich gesagt daran, über mir so Flugabwehr zu machen. Ja, die kommt bei mir jetzt gleich auch. Kurz, ich brauche mal ein paar mehr Worker hier. Ich weiß gar nicht, wo sind die alle? Ich will die ganze Zeit Worker haben, dann sind da einfach keine. Ja. It happens oder so? Schaut wohl so aus. Verstecken sich vor dir, die haben Angst vor dir. Kann man nachvollziehen. Ist nachvollziehbar. Du hattest übrigens gerade viel Zeit, um selbst mal ordentlich was rauszuschmeißen. Die werden wahrscheinlich schnell auf Hydras gehen. Was laber ich da? Hydras? Warum sollten die das machen? Mutas, ja natürlich. Hydras kommt bei mir auch. Nochmal ein paar Worker. Mehr Overlords. Roaches kommen. Drittes Gas ist voll besetzt bei mir. Waffenlager kommen. Und gleich mal noch eine Queen rausprügeln. Tue ich jetzt auch. Ich muss mir gleich nämlich mal den Weg. Wobei, ich will eigentlich den Weg nicht für die Ebenen. Ich ganz ehrlich bin. Also ich habe jetzt 3 Tanks draußen. Marines. Ach komm, leck mich. Stopp. Ist leider. Teufelswerk und so, sagst du. Ich wäre dafür, wir gehen jetzt einfach hinten bei denen rein, fertig. Mann! Ich hasse das, ich habe die auf die selbe Taste gelegt. Kommst du mit? Ja, ich bin ja, ich habe so viele Einheiten nicht, wie du denkst. Ein paar Roaches. Ja, ich komme halt mit, aber viele Einheiten sind das eigentlich nicht. Ich mach gerade Bewegung, Speed, ich schmeiß meine nächste Echse raus. Hier mal ein paar mehr Workerchen und hier mal ein paar mehr Workerchen. Vor allem, weil ich hier noch ein Gas besetzen will, danke. Wo vielleicht siehst, habe ich halt drum gekümmert, noch eine Echse rauszuschieben. Bewegungsgeschwindigkeit. Abgeschlossen. Panzerung, die nächste. Das da brauche ich auch. Ah, ich habe einfach kein Gas. Hi Leute. Da sind nur Masseurklinge. Dann lass mich doch vor.
Die Echse kriege ich. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf, Overlords. Metamorphose. Buchen wir Overlords. Pass auf, da kommen bestimmt jetzt ein oder andere. Kommst du? Ja. Ich habe halt hier Zerklinge noch zum Umkühlen. Oh, meine Tanks! Meine Tanks! Überleben sie aber, oder? Guck dir mal an, was ich da nachgeschoben habe. Ja, und einen Tank. Ein Tank hat sogar fast noch überlebt. Die haben zu wenig Waffen-Upgrades und die Bane-Dinge kriegen das nicht abgeräumt von mir. Ja. Zu wenig abgegradet. Oh, das wäre schön, wenn du kommen würdest. Ich habe hier doch so das ein oder andere Problem. Ja, ich komme. Alter, es ist einfach zu viel, was die hier rausschieben. Oh ja, das tut jetzt gut. Dann habe ich wenigstens noch kurz Platz. Ich schieb mal hier unten eine Queen raus. Das geht überhaupt nicht klar, ey. Nein, der Panzer... Alter, wie schnell der abgeräumt ist. 1-1er Upgrades. Aber ich habe einen ordentlichen Schwung Roaches nachgeworfen. Ah, Gott. Ah, wie ich Panzerplay liebe. Komm schon. Sehr schön, Queen. Ist der Schwarmstock schon so weit? Nein, ist er nicht. Ach, was macht ihr denn? Die haben halt zu wenig abgegradet, das ist halt das Problem. Aber wir sind auch nicht diejenigen, die in der Liga unbedingt schlecht spielen. Boah, ein paar Worker. Ist das Teil fertig? Ja, ist es. Gut, jetzt kommen die drei Upgrades bei mir raus. Hartnäckige Kerlchen, die Leute. Geben auch nicht auf. Mutas! Ich gehe ganz schnell den Mutalisken-Teil, das Mutalisken-Teil entfernen. Wo ist das? Alter, da sind schon richtig, richtig viele. Aber das Teil kriege ich abgeräumt, das ist mir egal. Und das ist weg. Und ich kann jederzeit Hydras schmeißen, anstatt die. Das ist das Schöne daran. Das werde ich nämlich jetzt auch tun. Ganzen Haufen Hydras nachschmeißen. Guck mal, wie ich im Hintergrund von denen abgeräumt habe. Ja, meine haben auch zwei Zweier. Ja, ich krieg sogar den Bootsteinpool abgeräumt. Und ja, Bootsteinpool ist abgeräumt. Ihr habt keine Waffen-Upgrades, Leute. Das wird hier nichts. Ohne Waffen-Upgrades nehme ich euch hier ein bisschen viel weg. Meine Schaben sind da. Erbarmungslos. Aber, ja, kann man so sagen. Also die sind so... Ich lasse nicht viel stehen, sagen wir mal so. Ich könnte mal wieder nachkotzen, habe ich hier schon getan. Hier könnte ich das nochmal tun. Und ich könnte das Waffenangriffsreichweite erhöhen. Ich habe halt ordentlich gepumpt. Ja, ja, du, leck mal. Leck mal wieder ein bisschen rum. So, Mineralienfeld ist erschöpft, habe ich gerade gehört. Das ist der Moment für mich. Huch, der hat da hinten noch eine Echse gehabt. Wir müssen übrigens wieder angreifen, ne? Ja, müssen wir auch. Ich habe gleich Waffen-Upgrade Stufe 3 durch. Bisschen durchkotzen. Komm noch ein Roaches. Ja, bei der Echse war ich eben und hab... Ja. Oh, oh. Töte die Brutstätte. Töte die Brutstätten, Alter. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf.
Hier und hier. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Sehr schön. Also bei mir ist Waffenupgrade das 3 halt gerade durchgekommen. Wir brauchen mehr Overlords. Ich will das jetzt selbst noch mal eine Runde durchexern. Also ich habe als Zerg gerade die Dreier durch, kannst du auch sehen. Die Dreier sind bei mir draußen. Mineralienfeld erschöpft. Dementsprechend räume ich jetzt hier mal den guten Herrn wieder ab. Hi. Oh, das sind deine Worker. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und da könnte ich noch ein paar Hydras nachlegen. Dementsprechend bin ich gerade da total voll. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh, das sind zu wenig Mutas, Jungs. Ich habe außerdem einen Haufen Hydras. Ja, ich habe auch einige Marine. Und das Ganze mit Dreierwaffen-Upgrades. Ja, ist da ist der eine raus. Und der andere direkt hinterher. Ja. Das war für die nicht zu halten. Dafür habe ich zu viel geäxt. Ja, außerdem... Und wir sind wieder Gold. Ich die eine Echse, die nein. Wir sind wieder Gold. Echt? Direkt? Ja. Ja. Und Platz 1 in der Gold. Da seht ihr, sind wir direkt wieder zurück. Ja. Punktemäßig, yeah, Ressourcen, guckt euch's an. Wie gesagt, Silber League Spieler sind eigentlich genau unser Ding, finde ich. Ja.